zurückhaltend. Naja, nicht so ganz, aber eigentlich hat es eine ganz nette Interpretation. Und die hat zu tun mit der sogenannten Robin Hood-Steuer. Die kennen Sie alle, das ist nämlich die zurzeit heiß diskutierte Börsenfinanztransaktionssteuer. Und damit wir uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, worum es dabei geht, habe ich mal einen Beitrag von der Tagesschau mitgebracht. Der ist von 2010, aber immer noch hochaktuell. Hier kommt er. Auch über eine Finanzmarktsteuer wurde wieder beraten. Bundeskanzlerin Merkel sagte, der Finanzsektor müsse künftig stärker als bisher an den Kosten der Krise beteiligt werden. Es ist das Robin Hood-Prinzip. Nur eine klitzekleine Finanztransaktionssteuer für die Reichen und schon kämen sie zusammen, die Milliarden für Armutsbekämpfung und Klimaschutz. Eigentlich ganz einfach finden die Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. Ein paar hundert Meter weiter, in Wolfgang Schäubles Finanzministerium, hört sich das schon ein bisschen komplizierter an. Warum hört sich das da komplizierter an? Es gibt eben etliche Befürworter so einer Steuer, aber auch zahlreiche Gegner. Und woran liegt das? Es ist eben nicht ganz klar, welche Argumente denn jetzt für und welche gegen eine Steuer sprechen. Und zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich Anfang dieses Jahres in einem Online-Artikel okay. Also die haben sich mit verschiedenen Argumenten befasst. Unter anderem haben die die Frage gestellt, ob man mit so einer Steuer den Markt beruhigen kann und ob man damit gut Geld einnehmen kann. Und was wir jetzt mal machen wollen, ist an einem ganz einfachen spieltheoretischen Modell zu überprüfen, ob man das da machen kann. Ja, und ich fange an mit der Frage Markt beruhigen und als allererstes möchte ich Sie nochmal beruhigen. Ich weiß, es ist nochmal Mathematik, aber es ist wirklich ein ganz einfaches Modell. Wenn ich das kann, können Sie das schon lange. Es hat was zu tun mit Matrix-Spielen und was das ist, erkläre ich Ihnen jetzt mal. Für so ein Spiel, da braucht man einen Oberaufseher, der dann die Steuern einträgt und zwei Spieler. Als Oberaufseher ist keiner besser geeignet als Robin Hood. Zwei Spieler, jemand mit viel Zeit und viel Geld, sagen wir zwei Könige. König 1 und König 2. König 1, der regiert das schöne Land Einfarbistan, da ist alles einfarbig und Sie sehen die kleine Eselsbrücke, ja, König 1, Einfarbistan. Und König 2, der kommt aus Zweifarbistan, da ist alles zweifarbig. So, und die Könige, die treffen sich jetzt immer abends und spielen Kartenspiel. Und dann merken Sie auch, wir Mathematiker, wir lieben realistische Modelle. Hier kommt die Spielregeln dieses Spiels, beide haben genau zwei Karten, König 1, eine rote 1 und eine grüne 2. König 2 hat eine rote 1 und eine grüne 3. Beide müssen gleichzeitig eine Karte auf den Tisch legen. Es geht um das Produkt der gelegten Zahlen. Und wenn eine und dieselbe Farbe liegt, hat der König aus Einfarbistan gewonnen. Wenn zwei Farben liegen, der König aus Zweifarbistan. Ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Die Spielregeln macht man sich am besten nochmal in so einer Tabellenübersicht klar. Ja, wir haben eine für König 1 und eine für König 2. Legen beide rot, geht es um einen Taler, den der König aus Einfarbistan gewinnt. Beide grün, um das Produkt. Sechs Taler, auch König aus Einfarbistan. Und jetzt gibt es noch die gemischten Fälle. Hier um drei Taler und hier um zwei Taler. Und da gewinnt der König zwei. Ne? So. Und diese kleine Tabelle, die nennt man eben auch Matrix. Deshalb ist das Ganze auch Matrix-Spiel, also alles halb so wild. Und wenn wir das jetzt verstanden haben, können wir uns fragen, ja gut, wie sollten denn die Könige dann optimalerweise spielen, sodass die ihren Gewinn möglichst groß machen? Ne? Und das sehen wir gleich, na gut, die sollten jetzt nicht irgendwie den ganzen Abend die gleiche Karte spielen, das wäre nicht so sehr clever, das würde der andere irgendwann durchschauen, sondern die sollten in irgendeiner Form ihre Karten mal abwechseln. Und das sagt man auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung spielen. Und da gibt es jetzt eine ganze Theorie drüber. Wer hat es erfunden? John Nash hat es erfunden. Und den kennen Sie wieder aus dem Film A Beautiful Mind. Haben Sie sicher gesehen. Der war sehr erfolgreich, aber nicht nur der Film war sehr erfolgreich, auch John Nash super erfolgreich. 1994 hat er den Nobelpreis bekommen, genau für das, was ich Ihnen jetzt erzähle. Und der würde eben uns ausrechnen, aha, in zwei von drei Fällen sollte König 1 seine Rote 1 spielen und in drei von vier Fällen König 2 seine Rote 1. Ja, und wenn wir das haben, können wir uns jetzt auch überlegen, wie viel die Könige im Durchschnitt Gewinn oder Verlust machen. Die spielen wirklich jeden Abend ihr ganzes Leben lang. Am Ende ziehen sie Bilanz und wollen wissen, habe ich jetzt gewonnen oder verloren. Ja, das können wir mal schnell ausrechnen. Für König 1 gucken wir dann in die linke Tabelle und da kommt raus 0. Und für König 2 in die rechte Tabelle und da kommt raus auch 0. Super, das ist ganz toll, weil das ist nämlich so schön fair, das Spiel. Da spielen die das auch so gerne. Ja? So. Und soweit die Nobelpreistheorie. Jetzt kommt tolle neue Theorie aus Jena. Ja? Wir interessieren uns jetzt nicht dafür, wie viel die Könige im Schnitt gewinnen oder verlieren, sondern wir wollen wissen, was im Mittel über den Tisch geht. Ja? Was die
Transfer sich hin und her reichen. Und auch das können wir ausrechnen. Und da kommt heraus 2 in diesem Fall. Ja? So, und jetzt wollen wir doch mal gucken, wie sich eine Steuer auf diese 2 hier auswirkt. Dafür müssten wir uns die 2 mal merken. Das könnten Sie gleich mal machen. Würden Sie das machen? Was soll sich merken? Ja, sehr gut. So, bisher hatten wir also einen passiven Oberaufseher, der hat mal von Weitem geguckt. Jetzt wird Robin Hood aktiv, der treibt jetzt Steuern ein. Sagen wir, er nimmt 10% vom Gewinner. Ja, was macht das Ganze an unserem Spiel? Gucken wir es uns an. König 1, der gewinnt hier und hier. Hier muss er 0,1, also 10% runter. Hier 0,6 an Robin Hood zahlen, wird zu 0,9, 5,4. König 2, der muss hier und hier Steuern zahlen, ja, 10% jeweils runter. Sieht so aus. So, jetzt haben sich hier diese Auszahlungen geändert, da ändern sich natürlich auch die optimalen Strategien. Frag mal wieder John Nash, Hilfe, was sollen wir machen? Und der rechnet uns aus. Sieht gruselig aus, aber wir sind ganz tapfer, wir rechnen einfach weiter den Transfer aus und sie wird immer gruseliger, aber immerhin kommt schon mal was raus. Wir runden es mal als Dezimalzahl, können wir besser mit umgehen. Ja? Und da sehen Sie schon, wohin das Ganze läuft. Nämlich vor der Steuer hatten wir einen Transfer von 2, richtig, und nach der Steuer 2 und ein bisschen was. Also so der Knüller ist es nicht, sehen Sie schon, aber es ist tatsächlich gestiegen und das ist die Überraschung. Steuer fördert Transfer. Ja? Und jetzt kommt was, was auch in keinem Mathe-Vortrag fehlen darf, ein Diagramm. Mit dem Diagramm in der Mathematik, da ist es so ein bisschen wie mit den expressionistischen Bildern in der modernen Kunst. Wenn man das jemandem Unbefangenen zeigt, dann guckt er sich das an und denkt erstmal, interessant, jetzt schön, will sie auch nicht. Aber wenn Sie dem das noch ein bisschen länger zeigen, dann findet er garantiert auch was, was er toll findet. Ja? Und das Schöne an so Bildern und auch an so einem Diagramm ist eben, das kann manchmal mehr sagen als 1000 Worte. Also geben wir doch mal hier diesem tollen Diagramm eine Chance. Wir erklären auch, was man da sieht. Und zwar habe ich Ihnen jetzt vorgerechnet, was bei einem Steuersatz von 10% passiert. Noch nie allzu viel. Das war mehr oder weniger willkürlich. Im Prinzip können Sie jeden Steuersatz zwischen 0 und 100% annehmen. Und dann gucken, was mit unserer ursprünglichen 2 hier passiert. Ja, und da sehen Sie, je höher die Steuer, umso höher der Transfer. So, und jetzt kommt noch der Oberknaller aus mathematischer Sicht. Das gilt halt nicht nur für dieses so sehr realistische Zwei-Könige-Spiel, was ich Ihnen gerade erzählt habe, sondern im Prinzip wirklich für alle fairen 2-Kreuz-2-Matrix-Spiele, also solche Tabellenspiele. Na? So, was sagt uns jetzt das Ganze? Naja, wir wollten gucken, ob man mit so einer Steuer den Markt beruhigen kann und ob man damit gut Geld einnehmen kann. Und was haben wir gesehen? Naja, also beruhigen sieht irgendwie echt anders aus. Geld einnehmen hingegen funktioniert super. Ne? Je mehr Steuern, umso mehr Transfer, umso mehr klingelt es hier am Beutel von Robin Hood. Schließen möchte ich mit einem etwas nachdenklichen Zitat aus einer Robin Hood-Verfilmung. Da wirft nämlich der Sheriff die folgende Frage in die Runde. Also, damit ich das jetzt richtig verstanden habe, Robin Hood zwingt mich, die Steuern zu erhöhen und dafür lieben Sie ihn auch noch? Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören.